Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges begonnen, einiges gefunden in der Mine. Heute würde ich sagen, ziehen wir um. Und zwar einen kurzen Umzug nur. Nämlich dahin, wo wir gesagt haben, zum Berg. Und bauen uns da eine ganz kleine Hütte erstmal, eine provisorische, und fangen dann schon mal langsam mit der Planung an. Aber das habe ich vergessen. Ich will nicht zu oft hin und her laufen müssen. Deswegen nehmen wir gleich nochmal ein bisschen was mit, nämlich Kohle auf jeden Fall, damit wir uns Fackeln machen können. Und ja gut, wir können ja wieder hierher, das ist jetzt nicht das Problem. Ein bisschen Eisen können wir mitnehmen, komm. So, perfekt. Genau, dann können wir nämlich endlich zum neuen Ort gehen und uns da mal so ein kleines Basislager aufbauen und schon mal mit der Planung beginnen. Ich habe da schon was im Kopf auf jeden Fall und will das jetzt gar nicht so lange hinauszögern, die Planung. Und will dann auch, da es ja ein Survival-Ding ist und kein Creative, will ich dann auch nach und nach quasi das Ding hochziehen und würde dann einfach erstmal mit der ersten Etage anfangen, des Burgfrieds. Und darauf aufbauen dann immer wieder, je nachdem wie weit wir kommen mit den Teilen oder beziehungsweise nicht Teilen, Blöcken, die wir brauchen, und so weiter. Also ja, alles recht entspannt. Ich freue mich auf jeden Fall, ich habe heute auch die Musik nicht vergessen anzumachen, die sollte ab und zu dann immer einsetzen. War letzte Folge, als ich sie im Schnitt angeguckt habe, doch ein bisschen trostlos, aber gut. Habe ich halt einfach verpeilt. So. Sind wir gleich da. Das Spiel ist schon, also macht echt Bock. Ich habe jetzt, wie gesagt, auf meiner anderen Survival-Welt auch sehr viel gespielt, dass mein PC nicht da war. Mein aufnahmefähiger PC, wenn man so will. Aber das ist nun auch durch. Also mit auf der Map habe ich jetzt noch nicht mehr viel gespielt die letzte Zeit. Weil ich ja, wie gesagt, jetzt wieder mein PC habe und jetzt eher lieber hier fürs Let's Play ein bisschen was machen will. Da liegen sogar noch Teile rum. Genau. Ich guck mal kurz. Wir sind hier nämlich eigentlich schon ganz gut. Hier will ich ja eigentlich das Ding hinbauen. Ich stecke das jetzt ganz grob ab und dann bauen wir uns irgendwie entweder nach unten. Ich würde tatsächlich sagen, fast nach unten. Damit wir hier oben nicht zu viel Terraforming jetzt schon betreiben. Sagt er während der Terraforming Betrieb. Genau, hier war das. Nur eins weiter rein. Ich muss jetzt überlegen. Ich mache jetzt einfach hier mal mit Cobblestone. Ich glaube, das reicht anfangs. Genau, wir müssen nämlich denken. Für doppelt, weil unten eine Burg natürlich breiter ist, damit wir da ein ordentliches Fundament hinpacken können. Ja, da geht es nämlich schon los. Bauen wir hier immer noch ein bisschen nach oben künstlich. So, so. So. Müsste jetzt passen, oder? So oder noch? Jo. Sollte grob funktionieren. Genau, jetzt müsste hier, so. Alles klar. Da muss das aber auf jeden Fall noch eins weiter rein. Das ist aber kein Problem. Es sieht jetzt also ein bisschen kryptisch aus, aber ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Also keine Angst, das wird schon hinkauen. No worries. So. Genau, hier dann das gleiche, natürlich an der unteren Ecke. So, jetzt müssen wir einfach gucken, wie weit wir hier vorne müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt das? 4, 5, 6, 7. Okay, wir zählen mal das nicht mit. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 würde ich würde gerne eine ungerade Zahl haben, damit wir eine ordentliche Mitte haben. Ich baue das nicht aus Cobblestone, ich plane nur mit Cobblestone. Genau, und davor kommt dann ja noch so eine Ebene, wo wir dann hoch können. Also, das müsste jetzt eigentlich genau passen. Jetzt stecken wir mal noch die Mitte ab.
Was machen wir einfach mal mit Perspektive, das sieht man immer am besten. Das müsste eigentlich die Mitte sein. Gucken wir gleich nochmal. Ja. Moment. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hä? Haben mich trotzdem verzählt oder was? Jetzt haben wir trotzdem eine gerade Mitte. Ah ne, ich habe hier das falsch mitgezählt. Hier geht's ja erst los, dann müssen wir das einfach nach 1 nach drüben schieben. Nein. So. Weil ich hasse es immer, wenn man bei Minecraft spielen oder generell bei Projekten immer so lange wartet, bis man mit der Planung beginnt. Deswegen wollte ich das diesmal gleich von Anfang an machen. Auf die Map gucken. Sehe, das wenn jetzt also quasi einmal, zweimal, dann geht es hier noch so rüber. Es wird so ein viereckiger Burgfried. Da hinten geht dann ein Stück raus noch. Also hier geht es dann noch ein Stück raus. Bis hier, bis zu der Kante. Laut Plan, wie gesagt, müssen wir gucken, wie sich das ausspielt. Aber ja. 5, 6, die Mitte, ne? Das sind ja auch 5 Däumer, ja. Genau, und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Genau. Perfekt, so wie ich gedacht habe. Machen wir mal fertig jetzt hier noch fix die Planung und dann, wie gesagt, suchen wir uns mal eine Möglichkeit, uns irgendwo reinzubuddeln. 5. Na, komm. So. So, perfekt. Jetzt haben wir schon mal den Grundriss. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, hier vorne ist dann das Burgtor. Hier ist so ein bisschen Vorhof. Hier ist die Hauptburg. Und hier kommt dann noch so ein kleiner Thronsaal raus. Oder vielleicht auch in die Richtung. Ich weiß es noch nicht. Das können wir dann entscheiden. Das ist jetzt auch nicht Fokus. Das können wir jederzeit anbauen. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir machen das schön langsam und bedächtig. So. Das war jetzt also der Spatenstich. Haben wir das auch endlich geschafft. Alles klar. Dann würde ich sagen, was haben wir denn noch so dabei? Steine haben wir nicht mehr sehr viel dabei. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich bin halt unsicher, ne? Ich will jetzt hier auch nicht. Wir müssen ja ganz viele Steine brennen. Wir brauchen sehr viele Steine. Jetzt haben wir den Grundriss ja ausgehöhlt. Jetzt können wir eigentlich den ganzen Berg auch aushöhlen. Das ist gar kein Problem, weil wir nach unten will ich eh Kellergewölbe und sowas machen. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir jetzt hier. Wollen wir das versuchen, uneinnehmbar? Das geht schlecht. Ich bin unentschlossen. Ich bin ein sehr unentschlossener Typ. Das ist nicht gut. Auch so, generell nicht. Nicht nur in Minecraft. Alles klar. Fackel. Fackelmann. Product Placement. So. Erstmal hier ein paar Fackeln hin. Müssen sie ja nicht heraufbeschwören, die Ge Gegner. So. Jetzt machen wir Folgendes. Absolutes Premium-Produkt wird jetzt hergestellt, keine Angst. Wie gesagt, Basislager für die nächsten maximal paar Folgen, also jetzt nichts hier zu ernst nehmen. Oh, Birke ist auch so ein hässliches Holz, also das Holz nicht, aber die Türen und so, die man daraus machen kann, fallen mir überhaupt nicht. Ich will ja nur, wie gesagt, ein kleines Hideout haben für den Weg nach unten und ein Bett oder so. Also jetzt nichts Größeres. Jetzt machen wir noch ein kleines Dach drüber, damit die Monster nicht reinkommen.
Und zwar machen wir das in halb, damit die auch nicht oben drauf spawnen können. Lauter Pro-Tipps hier. Auf halb Slab spawnen nämlich keine Monster. So. Perfekt. Guckt mal, das ist meine bauliche Brillanz, die ich euch anbieten kann. Mehr ist leider nicht drin. So. Ja, warte mal, ich würde sagen, wir graben mal in die andere Richtung. Das ist ein bisschen Quatsch, was ich gerade mache, aber. Weil wir können ja den Weg, den wir schon nach unten gebuddelt haben, in unserem anderen Hideout mit dem hier verbinden. Das wäre ja auch mal so ein erstes Ziel. Dann könnten wir nämlich da unten unterirdisch mal hin und her laufen müssten und könnten vielleicht sogar eine Bahnschiene oder so bauen später mal. Wobei da hinten ist halt einfach nichts, ne? Das ist jetzt irgendwie witzlos, da große Verbindungen zu machen, nur weil wir da eine kleine Höhle gebaut haben. Aber zumindest so zum Buddeln und so kann man da eine Verbindung machen. Das sollte nicht das Problem sein. Genau. Aber es sieht doch schon mal gut aus. Also gut sieht es nicht aus, aber wir haben schon mal einen Plan und ich wollte euch heute einfach, das war mein Ziel, bevor ich die Folge gestartet habe, heute endlich mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt endlich mal runter und buddeln uns quasi oder beziehungsweise machen den ersten, ja, den ersten groben Entwurf. Und buddeln uns dann halt nach unten. So, was ich aber dann als nächstes auf jeden Fall machen werde, ist. Kisten. Wir brauchen hier sehr, sehr viele Steine. Wir müssen also sehr, sehr viele Steine machen. Und mein großer Wunsch ist ja immer noch eine Silk Touch oder beziehungsweise Behutsamkeitsspitzhacke recht früh zu bekommen. Durchs Enchanten, was bedeutet, dass wir auch Diamanten weiter gebrauchen und. Ja, eben am Ende auch ein Verzauberungstisch und Bücher für diesen. Und für Bücher brauchen wir Kühe. So. Alles Sachen, die wir möglichst bald angehen sollten. Aber aktuell bin ich ganz zufrieden. Draußen sind wieder Spinnen. Ich hasse Spinnen in Minecraft. Die sind immer so widerlich. Okay, was wir noch machen könnten, wäre dann unser Bett holen. Komm mal her. Wo ist denn das gespawnt? Wir haben doch hier eigentlich überall gut ausgeleuchtet. Also eigentlich kann man sich nicht beschweren. Hier sind kaum Monster. Vorne höchstens. Ich sag mal, so ein paar Fackeln schaden nichts. Ich meine, wir wollen uns hier ja niederlassen. Die können wir jederzeit wieder einsammeln, wenn wir sie nicht mehr brauchen sollten. Genau. Dann würde ich sagen, halt, das da wollte ich holen, genau. Machen wir hier mal unseren Kistenwunsch gleich wahr. Ah, perfekt. So viel zum Thema. Habe ich noch eine, oder? Nee, natürlich nicht. Ich wollte hier unten so ein kleines Lager hinbauen, so ein provisorisches. Wie gesagt, ich will eh unter der ganzen Burg aushöhlen und dann da unten was reinbauen. Verschiedene Etagen und so mit verschiedenen Sachen. Lager, auch unterirdisch und alles. Also, aber was wir jetzt machen, ist wirklich nur so kurz provisorisch. Also ist jetzt nichts für die Ewigkeit. Kann man ja in Minecraft, das ist ja das Wunderschöne an dem Spiel, man kann ja jeden Block wieder versetzen. Ist ja nichts final. Deswegen gefällt mir das Spiel auch so. Machen jetzt hier einfach so einen ganz kleinen Truhenraum rein. Wo wir erstmal so 8 Stück reinstellen können, wo wir hauptsächlich erstmal Steine sammeln und sowas. Weil ich sag mal so, jetzt, je schneller der Hauptbergfried steht, desto schneller können wir uns auch mit dem Unterirdischen beschäftigen. Aber das dauert natürlich alles ein bisschen. Aber dazu mache ich das jetzt Player und es macht irgendwie Spaß. Jetzt schon. So. Kisten hatte ich schon welche mitgenommen. Ich habe mein Inventar, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, vollgeladen. Deswegen habe ich schon ein paar Sachen im Inventar gehabt. Nicht wundern also. So, hier sammeln wir mal die wichtigen Steine. Von den wichtigen Steinen machen wir uns auch gleich mal. Langt. Langt schon so.
Nee, sieht blöd aus. Machen wir mal hier rein. So. Das ist Andesit, das packen wir mal nicht hier rein, das packen wir mal hier rein, mit der Erde und so. Und dem anderen Müll. So. Haben wir keine Kohle mehr? Ah, ich habe die ganze Kohle für die Dings verwendet. Für die Fackeln vorhin, die ich mitgenommen habe. Ja, ein bisschen haben wir jetzt hier wenigstens. Ja gut, zwei brauchen wir jetzt auch nicht anzufangen. Okay. Da sind noch einige dunkle Streifen da vorne, sehe ich. Ich würde sagen, die leuchten immer noch fix aus. Hier so. Dann haben wir nämlich den ganzen Berg schon beleuchtet. Und das ist ja schon mal auch schon Anfang. Wird auch gerade wieder Tag. Perfekt. So, alles klar. Wo gibt's Kühe? Tendenziell. Wir machen hierher erstmal so ein kleines Kuhding. Kuhgatter dann auch. Wo wir erstmal farmen können. Und Essen natürlich müssen wir auch hier anbauen. Ich würde sagen, wir machen das auch gleich mal. Ich wäre ganz stark dafür, dass wir uns mal kurz eine Eisenschaufel machen und erstmal eine Ebene noch abtragen. Na. So. Ich weiß nicht, wie lange eine Schaufel reicht. Ich mache halt jetzt erstmal nur eine. Ich glaube, die langt nicht, die reicht nicht lange. Aber gut. Genau, weil der Fried soll ja eh höher stehen. Von daher muss das die Etage hier zumindest komplett weg. Dann sind wir nämlich auch hier auf einem guten Level, finde ich. Da vorne die Berge kommen auch noch, der kleine Hügel kommt auch noch weg und dann schauen wir weiter. Und Erde brauchen wir auch ein bisschen, um Sachen aufzufüllen vielleicht oder so. Schön, wie sich auf der Minimap dann dieser braune Streifen nachzieht. Sieht irgendwie lustig aus, als ob ich was bauen würde, dabei baue ich nur ab. Also kommt dann von der Seite schon mal keine Monster mehr so groß rein. Aber wie gesagt, wir leuchten ja eh gut aus. Also das ist nicht das Problem, glaube ich. Aber ich würde sowieso, also ich will eher eine etwas hellere Burg bauen, eine etwas freundlichere Burg quasi. Weil ja auch hier alles Birkenholz ist und so, also jetzt keine irgendwie von einem bösen Ritter oder so. Wir sind jetzt nicht im Dings, einfach von einem normalen Lord, der halt eine Burg hat. So ein bisschen Game of Thrones Style halt, aber halt jetzt nicht so mit der ganzen Lore außenrum, sondern halt einfach nur vom Stil her. Natürlich, also Stil echt am besten, aber nicht inhaltlich ähnlich. Sagen wir es mal so. So. Schweine müsst gar nicht so weit weggehen. Ich werde euch dann auch gleich mal verhaften. Wir haben ja schon Melonenkerne gefunden, ne? Können wir zum Beispiel mal anpflanzen dann. So. Lass mich ein bisschen ausleuchten noch wieder. Den wir jetzt ein paar Vögeln weggepackt haben. So. Jetzt habe ich hier doppelt Belegung mit Vögeln. Auch nicht schlecht. Alles klar. In der nächsten Folge werden wir weitermachen hier. Also weiter hier abtragen und dann hier ein kleines Feld und ein kleines Gehege anlegen. Und dann schauen wir mal weiter, wie mein Plan aufgeht. Aber wir haben ja schon einiges geschafft. Die Planung ist abgeschlossen. Mal schauen, was mich so erwartet. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.